ja nicht so oft gelobt und nicht so oft besungen. Und ich möchte jetzt, dass einmal die Männer besungen werden. Es gibt ja so wenig Lieder für uns Männer. Ein Männlein steht im Walde oder die Männer sind alle Verbrecher. Ich habe ein paar rausgesucht, ein paar hübsche. Und Monika Dahlberg und Margot Eskens und Gretchen Kaufeld stehen bereit, um uns einmal zu besingen. Sie besingen die Männer. Weiß ich, was ich tue, weiß sie, was sie tut. Und will er probieren, mein Herz zu verführen. Weiß ich, was ich tue, weiß sie, was sie tut. Schließlich möchte jede Frau, dass einer käme, der sie ohne Züge. Weiß ich, was ich tue, weiß ich, was ich tue. Die Männer mit den grauen Schläfen, die haben es mir angetan. Denn mit den ersten grauen Haaren fängt beim Mann das Leben an. Die Männer mit den grauen Schläfen erinnern mich stets an Papa. Weil er mit seinen grauen Schläfen für mich der Mann der Männer war. Ja, 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 ich finde, sie haben Format. Ja, 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 was nicht grad jeder Jüngling hat. Die Männer mit den grauen Schläfen, die haben es mir angetan. Denn mit den ersten grauen Haaren fängt beim Mann das Leben an. Die Männer sind schon die Liebe wert. Wer nicht so denkt, denkt bestimmt verkehrt. Wer ohne Mann lebt, wird bald gelehrt. Für einen echten Mann gibt es keinen Ersatz. Wenn wir auch groß tun und mächtig schreien, in eurem Arm sind wir noch ganz klein und gehen auf all eure Wünsche ein. Und keine andere Frau hat im Herzen mehr Platz. Wer darauf verzichten will, der tut mir wirklich leid. Ich weiß, manche denkt sich still, hätte ich schon einen Mann so weit. Die Männer sind schon die Liebe wert. Wer nicht so denkt, denkt bestimmt verkehrt. Wer ohne Mann lebt, wird bald belehrt. Für einen richtigen Mann gibt es keinen Ersatz. Ein Mann muss nicht immer schön sein. Darauf kommt es gar nicht an. Die Schönheit macht es nicht allein, nur das eine muss er sein, ein Mann. Ein Mann muss nicht immer brav. Ich könnte manches ihm verzeihen, nur das eine muss er sein, ein Mann. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein. Was macht er dann? Was macht er dann? Er lacht sich eine an. Kleine Frau im Frühling möchte auch zu zweit sein. Was macht sie dann? Ja, was macht sie dann? Sie lacht ihn gleichfalls an und sie wandern nicht mehr einsam durch Feld und durch Flur, denn jetzt liegen sie gemeinsam am Busen der Natur. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein. Was macht er dann? Ja, was macht er dann? Er lacht sich eine an. So ein Mann, so ein Mann zieht mich unwahrscheinlich an. Dieser Wuchs, diese Kraft weckt in mir die Leidenschaft. So
leicht zappig und nervös. Und schon ist es passiert. Bitte seien Sie mir nicht bös. Oh, bitte seien Sie mir nicht bös. Oh, bitte seien Sie mir nicht bös. Die Männer sind alle Verbrecher. Ihr Herz ist ein finsteres Loch. Hat tausend verschiedene Gemächer. Aber lieb sind sie doch. Die Männer sind alle Verbrecher. Ihr Herz ist ein finsteres Loch. Hat tausend verschiedene Gemächer. Aber lieb, aber lieb, aber lieb, aber lieb sind sie doch. Ich darf in die Mitte, ja? Ja, das aber lieb sind sie doch, hat versöhnt. Und ich komme direkt ein bisschen klein vor gegen die Herren, die hier aufgebaut worden sind, gegen unsere Standfiguren. Man sagt ja immer, ein großer Mann sagte einmal, scheinbar hat ein kleiner Mann nie im Leben etwas gesagt. Wer ist das? Ah, Muhammad Ali, ja. Beckenbauer, der guckt aber sehr erstaunt. Ja, der nimmt Abschied von Rummenigge. Ich weiß es nicht, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, was los ist. Für Gretsche Kaufeld fangen wir hier an, einen Bembel. Sie kommen aus Holland, haben jetzt wieder in Deutschland produziert. Ja, ich habe mit Bibi Jones und Paul Kohn und Sven Asmussen eine Rundfunksendung gemacht, Spiel mit vier. Hat viel Spaß gemacht. Das ist echt der Maike, über schöne Schokolade. Ja. Margot Eskens bei uns zu Gast. Oh, Margot, danke. Ich darf Ihnen das überreichen. Sie machen eine neue Schallplatte, habe ich mir gesagt. Ja, ich mache eine neue LP. Ja. Und zwar habe ich so viele schöne Lieder gesungen und ich werde einige daraus. Ja, sind es Evergreens oder sind es schon wieder ganz neu? Nein, meine alten Lieder neu aufgenommen, die ich gesungen habe. Die schönsten, ja. Wunderbar. Jetzt komme ich zu Monika Dahlberg, die singt nicht nur, sie ist auch Schauspielerin und spielt in München, glaube ich, gerade an der Komödie, oder? Ja, im Sommer fängt eine Uraufführung von Kurt Wilhelm mit Toni Berger und Gerhard Libert. Das fängt im Sommer an und wir spielen im Herbst in der kleinen Komödie. Aber singen kommt natürlich auch noch dazu. Ja, ich singe immer wieder auch. Im Winter mache ich eine Tournee Weißes Rössel, nochmal die Rösselwirtin. Die lief aber letzten Winter. Schon. Es wird noch mal die lief schon letzten Winter. Ja, wenn sie eingelaufen ist, dann wird es ja auch weitergehen. Ich darf den Bembel auch überreichen. Danke. Ich hoffe, dass alles mit den Kameras. Wir haben einen Kameraausfall gehabt. Jo. Eine Kamera hat sich dem allgemeinen Streik angeschlossen. Also ich bitte um Entschuldigung. Also die Streik, Streik ist ja momentan modern. Ich hoffe aber, dass trotzdem alles gut über den Sender geht. Apropos Streik, wie ich in die Halle heute Mittag rein bin bei der Probe, standen zwei Arbeiter, davor hatten so eine Schippe in der Hand gehabt, standen also da. Habe ich gesagt, streiken Sie? Nein, haben die gesagt, wir arbeiten immer so. Gut, also ich würde sagen, ich bedanke mich für euer Applaus. Ja,